Ich habe letztens folgenden Kommentar auf eines meiner Travel-Speaking-Videos bekommen. Es geht um folgenden Satz: Ich habe nur das Problem, den Daumen unabhängig von den anderen Fingern den Basslauf durchspielen zu lassen. Gibt's da einen Trick? Und ist das auch ein Thema bei deinem Fingerpicking-Kurs? Das Travel-Speaking ist ein Fingerpicking-Muster, bei dem der Daumen den Bass durchspielt und die anderen Finger dann Akkordtöne auffüllen und eine Melodie zum Beispiel reinspielen. Hier ist dann oft das Problem, dass man eben Daumen und die anderen Finger trennt. Und um diese Unabhängigkeit des Daumens zu trainieren, gibt es eine einfache Übung, die auch noch wahnsinnig viel Spaß macht. Los geht's. Vorab, die Tabs zu diesem Video gibt es auf meiner Lernplattform. Dort kannst du dir mit deiner E-Mail-Adresse und deinem Namen einen freien Account anlegen und dann auf die Dateien zu meinen YouTube-Videos zugreifen. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Also als allererstes nehmen wir uns mal eine Melodie. Ich habe mir jetzt eine Melodie überlegt in der A-Moll-Pentatonik. Und zwar hier in der ersten Lage. Ich denke mir mehr oder weniger diesen A-Moll-Akkord hier und da baue ich folgende Melodie mit ein. Also das ist quasi mein bildlicher Anker und die Melodie ist folgende. 3, 4. Man kann es jetzt natürlich auch mit anderen Fingern spielen, aber ich habe jetzt eben schon mal so gedacht, als würde ich auch den A-Moll-Akkord hier greifen und da die Melodie mit eingebaut. Auch in meiner rechten Hand habe ich das Ganze jetzt schon mal gezupft, weil es ja eben auch ums Zupfen geht. Aber die Ursprungsidee ist diese Melodie. So, und diese Melodie schreibe ich mir jetzt rhythmisch erstmal auf. Das ist keine Pflicht, das kann man natürlich auch nach Gefühl machen, aber ich finde, es verdeutlicht das Ganze extrem und es macht es einfacher und greifbarer, wenn man es auch sieht. Also, das ist jetzt auch keine offizielle Schreibweise hier. Ich schreibe das mal nur so auf, aus dem Grund, weil man es dann ganz gut sehen kann, worauf es jetzt dann ankommt. Also, ich habe hier zur Erklärung, ich habe hier die G-Saite. Und hier die B-Saite. Auf den beiden Saiten spielt sich die Melodie ab. Ich habe jetzt hier nicht alle sechs Saiten, weil es eben nur auf den beiden Saiten gespielt wird. Es geht los auf die Zählzeit 1 mit der leeren Saite auf der G-Saite, deswegen die 0. Dann auf die 2, Zählzeit 2, spiele ich den zweiten Bund. Das war das da. So, und dann mache ich das Ganze nochmal, aber in Achtelnoten und zwar auf die Zählzeit 3. 0, 2. Das ist dann quasi 1, 2, 3 und. Und dann auf die 4 und spiele ich jetzt hier den Einser auf der B-Seite. 1, 2, 3 und 4 und. So, auf die nächste 2 spiele ich hier wieder den Zweier. Ich gehe es ein bisschen schneller durch. Dann hier 0, 2. Dann hier die 1. Dun, dun. Und dann hier den da. Da ist jetzt nicht eingezeichnet, wie lang die Töne klingen, sondern nur wann sie kommen. Also, ich gehe es mal durch. Ich habe 1, 2, 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Die Plus werden immer als und gezählt. Und hier ist jetzt deutlich, wann diese Melodie gespielt wird. So, und das will ich jetzt mit einem Viertelbass zusammenbringen. Das heißt, ich spiele auf alle vier Zählzeiten, auf die vollen Zählzeiten 1, 2, 3 und 4, den Basston an. Und den markiere ich mir jetzt einfach mal mit irgendeiner Farbe. Ich nehme jetzt hier mal die. Eigentlich habe ich immer so schönes Hellblau, aber. Ah ja, da sind wir. Genau. Hier. So. Jetzt markiere ich mir das hier. Auf diese Zählzeiten will ich einen Bass spielen. Und jetzt wird dann auch gleich deutlich, auf was ich raus will. Also, der Bass, da nehme ich jetzt, weil es ja das Ursprungslick in A-Moll ist oder aus der A-Moll-Pentatonik stammt hier, nehme ich jetzt den Basston A. Das wäre dann 1, 2, 3, 4. Und so weiter. So, und jetzt versuche ich eben das zusammenzubringen. Und jetzt sehe ich auf den ersten Blick, okay, auf die Zählzeit 1 kommt der Bass zusammen mit der leeren G-Saite.
Also zupfe ich die zusammen. Ich zupfe jetzt mit dem Zeigefinger die G-Seite, mit dem Daumen den Bass und wenn dann die B-Seite kommt, mit dem Mittelfinger. So, das wäre jetzt das erste. Dann auf die Zählzeit 2 kommt der zweite Bund auf der G-Seite dazu und wir spielen wieder den Bass. Also so. 1, 2. Auf die 3 wieder die leere Seite. Und jetzt auf die 3 und das ist eben der Knackpunkt, kommt das erste Mal die Melodie auf die und. Das heißt nicht gleichzeitig mit dem Bass. Das wäre dann so. 1, 2, 3 und. Und jetzt ist ganz wichtig, dass man gleich danach auf die 4 wieder den Bass spielt. 1, 2, 3 und 4. Und da ist es dieses Gefühl, Achtung, das, ich nenne es immer so ein Einrasten, also es ist wie so ein Zahnrad, das ineinander gefügt wird. Wenn dann hier auf einmal der Ton alleine kommt, dann kommt aber der Bass und jetzt würde dann sogar wieder der Melodieton kommen. Es ist wie hier, als würde sich das Zahnrad so zusammenfügen. Ich spiele mal noch die 4 und mit. Also 1, 2, 3 und 4 und. Ja, und so geht man jetzt Ton für Ton vor. 1, 2, 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Das mag sein, wenn du das jetzt das erste Mal machst, oder es ist sehr wahrscheinlich, dass das nicht so schnell geht, wie es jetzt bei mir geht. Ich habe sowas halt schon ein paar Mal gespielt. Aber das ist die Herangehensweise. Da wirklich Ton für Ton durcharbeiten. Es gibt viele Leute, die dann die Meinung haben, ja, ich will das dann auf einmal durchspielen. Ja, wenn man sowas noch nie gemacht hat, ist es ganz normal, dass man sich das Ton für Ton erarbeitet. Völlig legitim und auch völlig normal. Also hier nicht den Ansatz haben, ja, das läuft jetzt einfach von selber. So, und wenn das dann aber mal drin ist, dann spielt es wirklich ein paar Mal und das Gefühl ist total wichtig, dieses Einrasten. Ich mach's mal ein bisschen schneller. Da kann man nämlich jetzt schon hergehen und kann sagen, okay, jetzt versuche ich mal, dass ich wirklich den Bass ganz gleichmäßig spiele. Das ist nämlich gar nicht so leicht. Das heißt, du kannst jetzt hier den Fokus auf den Bass richten und der Bass geht durch wie ein Uhrwerk. Aber man muss sich erst über diese Zahnradmethode aneignen, dass das dann auch wirklich funktioniert. Oft ist es so, dass dann erstmal an bestimmten Stellen, wie zum Beispiel hier, dann der Bass auch lauter ist, wenn da die Melodie mitgespielt wird und so. Das ist ganz normal, also das kommt dann mit der Zeit. Okay, so, was habe ich jetzt vorher noch gemacht? Ich habe vorher ab und zu schon mal dieses C, also diesen Ton im ersten Bund auf der B-Seite, ein bisschen gezogen, so leichtes Bluesbending gemacht. Das kannst du machen, wenn es dir gelingt. Wenn nicht, ist es aber auch nicht schlimm. Genau, und das funktioniert dann meistens nur, wenn man hier den Finger wieder wegnimmt. Weil sonst kommen sich die in die Quere. Aber das muss jetzt nicht unbedingt sein, bloß mir rutscht es immer wieder raus. Deswegen sage ich gleich, hier mache ich ein kleines Bluesbending. Also einfach ein bisschen nach oben ziehen. Und um genau das geht es jetzt bei dieser Übung. Wir werden die Übung jetzt dann auch noch erweitern. Aber das ist der Knackpunkt, dieses Einrasten, dass man auf die und nur mit der Melodie spielt und dann gleichzeitig auf dem Bass wieder mit der Melodie und dass das halt so durchgeht, dass dieses Zahnrad sich zusammenfügt. Und man könnte jetzt natürlich jede beliebige Melodie für diese Übung nehmen, das ist völlig egal, also da kannst du dir auch selber irgendeine Melodie ausdenken. Ich würde erstmal schauen, dass halt wirklich nur aus Viertel- und Achtelnoten besteht, beziehungsweise dürfen auch die Töne länger klingen, aber ich würde jetzt keine Sechzehntelnoten mit reinnehmen. Gut, und um den Ganzen jetzt noch ein bisschen mehr Musikalität zu verleihen, würde ich jetzt mal sagen, mache ich gerne Folgendes. Ich dämpfe hier die Bassseiten ab mit meinen Handballen. Aber nur die Bassseiten, das heißt, ich lege den Handballen so drauf, dass der Handballen die tiefen drei Saiten berührt und mit einem kleinen Finger stütze ich mich hier auch so ein bisschen ab, dass die hohen Saiten frei schwingen können. Dann hat es zur Folge, dass der Bass jetzt nicht mehr offen klingt, nicht mehr so, sondern abgedämpft. Und dann kann ich dazu die Melodie spielen. Und da baue ich jetzt auch schon mal das Bluesbending mit ein. Achtung! 1, 2, 3, 4. Also das
heißt, jetzt bin ich schon ein bisschen dabei, dass ich das Ganze phrasiere. Ich mache manche Töne länger, manche kürzer. Die Stellen, an denen die gespielt werden, sind immer noch gleich, aber dadurch wird es jetzt dynamischer und mehr Musik draus. Ich mache nochmal. Das steigert jetzt auch wieder diesen Übeeffekt, was Unabhängigkeit betrifft. Jetzt hört man auch den Daumen noch viel mehr als eigenständige Begleitung, die immer durchgeht. Bum, 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 bum und da, bum, bum, da. So, und was ich jetzt noch machen kann, ist, ich kann einfach mal bei der Hälfte den Basston wechseln. Das habe ich vorher mal aus Versehen gemacht, weil ich mich verspielt habe. Zur D-Seite. Das wird dann so klingen. Und wieder zum A. Und so klingt es irgendwie ein bisschen nach einem Bluesstück. Kriegt einen sehr bluesigen Charakter. Da wird aus einer einfachen Übung Musik. Und darum geht es auch, dass man das nicht nur so sieht, ja, jetzt mache ich eine Fingerübung und die klingt aber langweilig. Nee, versuch da das Beste draus zu machen. Meiner Meinung nach ist diese Art zu üben absolut hilfreich für die Unabhängigkeit und hat mir wahnsinnig viel gebracht und es macht halt gleichzeitig auch noch Spaß. Irgendwann stellt sich dann auch das ein, dass man da wirklich frei damit improvisieren kann, aber dazu gibt es gleich noch ein Beispiel. Vorab, wenn dich dieses ganze Thema interessiert, Zupfen, der Bass spielt durch und man schafft es, Melodien und Akkorde zu verbinden, dann kann ich dir meinen Travis-Picking-Kurs empfehlen. Der startet in der ersten Juliwoche wieder, also der öffnet die Tore für neue Teilnehmer. Und da geht es genau darum, noch viel mehr in die Tiefe als jetzt in dem Video, dass man systematisch erlernt, wie der Bass eine Begleitung durchspielen kann und wie man dann drüber eben verschiedene Fingerpickings spielen kann, also verschiedene Zupfmuster, aber auch in die Zupfmuster nach und nach dann Melodien einbauen kann. Also der Slogan ist, der Weg vom einfachen Zupfmuster zum melodischen Fingerpicking. Und genau das trifft es eigentlich auch. Also da gibt es dann einen Grundkurs. Der Grundkurs beschäftigt sich mit einem Stück, wo man wirklich aus einer einfachen Akkordfolge dann was richtig Melodisches machen. Und dann gibt es aber noch viele Zusatzmodule, wo es in verschiedene Travis-Picking-Richtungen geht. Also das Travis-Picking sind quasi genau solche Sachen, wie wir jetzt gehabt haben, bloß dass der Bass dann oft an einen Wechselbass spielt und so, aber da komme ich gleich dazu. Quasi solche Sachen wie jetzt. Wenn du da Interesse hast, der Link ist unten in der Videobeschreibung, ich verlinke es auch hier, kannst dich in eine unverbindliche Warteliste eintragen. Der Vorteil in dieser Warteliste ist, du kriegst dann sämtliche Benachrichtigungen rechtzeitig und alle Infos, die man braucht. So, ich habe gerade schon mal vom Wechselbass gesprochen. Ich habe jetzt hier noch eine dritte Version und das wäre dann quasi die Pro-Version, also die Zusatzversion. Und zwar machen wir jetzt das alles selbe wie gerade. Also, ich bleibe auf dem A erstmal auf dem Bass, aber ich spiele jetzt einen alternativen Basston dann zwischendrin. Und zwar immer den zweiten, also das lösche ich jetzt hier mal raus. Ich spiele einmal den Grundton vom Akkord. So. Und den markiere ich mir jetzt einfach mal mit grün. Hier spiele ich dann einen anderen Ton. Das habe ich jetzt richtig schön gemacht. Vorher hier das Blaue vergessen, schau. So. Das heißt, der Blaue ist jetzt immer der Grundton vom Akkord. Und jetzt denke ich mir schon mal den A-Moll-Akkord und spiele dann quasi die D-Seite, die hier mit dem Mittelfinger gegriffen ist. Das wäre dann so ein abwechselnder Bass, quasi so ein Wechselbass, also so. Und darüber kann ich jetzt auch die Melodie spielen. Achtung. Das Problem hier ist, ich kann jetzt leider nicht mehr das kleine Bluesbending machen, weil ich hier alle Finger liegen lasse. Wir haben gerade Handwerker und die klopfen da gerade außen an meiner Zimmerwand. Schade. Nicht im Takt. Schauen wir mal.
Nee, schaff's nicht, dass ich mit dem Handwerker zusammen im Takt spiele. Ist egal. Was ich sagen wollte, das kleine Bluesbending kann man leider nicht machen mit dem Zeigefinger hier, weil der Ringfinger im Weg ist. Aber man kann dann versuchen, hier das Ganze durch Wegnehmen des Ringfingers mit reinzubringen. Ja, und das ist ziemlich cool. Kann man natürlich dann auch erweitern. Gefallen hat, dann könnte dir auch dieses Video hier gefallen. Selbes Thema, ein bisschen andere Herangehensweise. Ansonsten freue ich mich, wenn du mir den Daumen nach oben gibst, einen netten Kommentar schreibst und das Video mit Freunden und Bekannten teilst, für die das auch interessant sein könnte. Schönes Wochenende und bis nächsten Freitag.